So, und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Runde der AC Friends GT1 Liga hier auf Mugello im wunderschönen Italien in der Toskana. Wie gesagt, die vierte Runde. Davor hatten wir schon die beiden Rennen in Amerika, in Road America und auf Mosport und eben auf dem Hungaroring. Und machen heute weiter. Wir sind hier gerade beim Training, 37 Minuten noch zu gehen und momentan noch nicht sehr viele Leute auf dem Server. Wir sind gerade momentan noch bei 9. Wird interessant zu sehen sein, wie viele heute sich da dabei sind. Während wir uns hier so ein bisschen gleichzeitig die Startzielgerade und die Boxenausfahrt einschauen. Fällt gerade ein Porsche raus und ein Lamborghini zieht an der Kamera vorbei. Finde ich eine sehr schöne Perspektive. Gleich den Salin durchs Bild kommen von Daniel Söhn von Team Europaton. Und ich denke, dann werden wir bald auch auf die auf die Autocam gehen und ein bisschen bei den Leuten mitfahren. So, jetzt mal mittendrin hier sehen wir direkt jemand verbremst sich ein bisschen. Das war eine der Vipers, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hier sehen wir in der Box gerade momentan noch den Gulf Salin, müsste das sein, von einem der beiden Drischkas. Also wir haben ja wie gesagt zwei Salins im Feld, einen von Daniel Söhl von Europroton und einen der beiden Drischkas. Hier sehen wir den Lamborghini von Mark Keller und oh, das war ein bisschen arg enthusiastisch, wie er da ja, losgefahren ist. Auch der zweite Salin beim Verlassen der Box, also werden jetzt alle nach und nach versuchen, die ihre Zeiten zu setzen. Wie gesagt, die Rennen in der GT1 hier bisher mehr oder weniger gut besucht gewesen. Da hat sich einer gedreht. Das müsste Bruxer gewesen sein im Ferrari 550. Hat man aber nicht so direkt gesehen, muss man sagen. Während wir hier Cabrol im Porsche 911 GT1 Evo sehen. Einer der vielen, die heute neu dazu gekommen sind und kurzfristig mehr oder weniger eingesprungen sind. Da hätte ich auf der Liste, glaube ich, einmal Niklas Zahn, Brohl müsste dabei sein. Hier Marius Tönnissen in der Corvette. Hier wieder einmal Cabrol. Wie gesagt, Mugello, denke ich, ein bisschen Aufmerksamkeit erregt durch den Toskana Grand Prix vor 2 Monaten, glaube ich, war das, in der Formel 1 eben. Recht deutlich an Popularität gewonnen, die Strecke, würde ich so sagen. Eine sehr schöne Strecke, hat einen guten Flow natürlich, vor allem mit Formel 1 Autos, mit denen GT1 ist die ein bisschen schwieriger, ein bisschen anspruchsvoller. Natürlich haben die nicht so viel Anpressdruck, nicht so viel Abtrieb wie Formel 1 Autos, dann ganz klar, aber das ist, denke ich, eine schöne Herausforderung. Hier wird sich das fahrerische Können zeigen, definitiv, und da wird man auf jeden Fall die Spreu vom Weizen trennen können. Wie gesagt, die Autos, die hier antreten, eben die GT1-Spec-Autos, die in der 4 GT1-Serie gefahren sind. Dann wird Daniel Söhl im Salin wieder aus der Box fahren sehen. So, jetzt on board bei Gilles Bruxer im schwarz-gelben Ferrari.
der von momentan auf Startspiel befindet und jetzt eine fliegende Runde startet. Also wie gesagt, noch nicht sehr viel Action hier auf der Strecke. Die Leute langsam so ein bisschen am Eingrooven. Wir sehen momentan 2, 3, 4. Da steht auch wieder jemand neben der Strecke. Keine Ahnung, wer das ist. Ritschka im Golf Salin jetzt Start und Ziel. Macht sich jetzt seinen Weg in Richtung erste Kurve. Ein bisschen hart auf die Bremsen gegangen. Wie gesagt, die fahren alle ohne ABS und soweit ich weiß, auch ohne Traktionskontrolle. Da kann ich mich täuschen. Kann auch sein, dass die auf Factory gestellt ist. Ja, müsste eigentlich sein. Also es ist auf jeden Fall relativ herausfordernd, auch ohne Tire Blankets natürlich. Das heißt, die Reifen sind kalt, wenn man aus der Kurve kommt. Das heißt, man muss sie ja selber aufwärmen. Immer ja mehr oder weniger eine Herausforderung. Für mich zumindest persönlich, die Reifen auf Temperatur zu kriegen, nicht das Nächste in der Assetto Corsa. Ich denke, da kommt man nachher rein. Also eigentlich bisher eine ganz relativ gute Runde vom Tobi hier. Fast aufs Gras gekommen, aber wirklich perfekt abgeschätzt. Sehen wir hier Alexander Rudakov in einem der Maserati. Er ja einer, der ihn fährt. Ich glaube, der andere Fahrer müsste Juan Ilanes aus Argentinien sein, der den Martini Maserati fährt. Die Maserati am Start immer sehr stark. Also wenn man sich die bisherigen Rennen angeschaut hat, die bisherigen drei, die Maserati immer mit unglaublich starken Starts, also die scheinen relativ einfach zu kontrollieren zu sein am Start, was ja bei anderen Autos in dieser Kategorie nicht unbedingt der Fall ist. Da ist es ja manchmal schwierig, so die Traktion, die man hat, wirklich zu kontrollieren. Also die haben ja wirklich unglaublich viel Wumms unter der Haube. Da muss man dann ab und zu auch mal liften, vor allem zum Beispiel beim Lamborghini, da habe ich gehört, dass der sich ein bisschen schwierig wird auf der Strecke, aber ich denke, das werden die alle in den Griff bekommen. Hier Alexander Diakowski. Ebenfalls in einem Maserati unterwegs. Also tatsächlich drei Maserati jetzt schon dabei. Das ist, glaube ich, eher eine Steigerung im Vergleich zu den letzten paar Rennen. Also ein bisschen Zuwachs, immer schön zu sehen. Hier ein bisschen rausgekommen ins Gras. Das ist natürlich nicht unbedingt die ideale Linie, die man nehmen möchte dadurch. Hier Mark Keller eigentlich auch immer mit vorne dabei in allen Rennserien. Also alles, was der anfasst, da ist er extrem stark. Also ein sehr guter Fahrer, egal in welchen Kategorien. Der hatte bisher noch nicht so viel Glück in der GT1-Serie bisher. Also im letzten Rennen auf dem Hungaroring sowieso relativ wenig Teilnehmer. Da hat er, glaube ich, nicht teilgenommen. Und beim ersten Rennen in Offroad America hat er sich das war die letzte Runde dann noch. Also er hatte sich da zweimal weggedreht. Beziehungsweise hatte einmal Kontakt mit jemandem, das war mehr oder weniger unverschuldet, und beim zweiten Mal eben, laut eigener Aussage, ist er zu einem Spiel durch einen Körper weggedreht worden und hat sich dann auch in der letzten Runde gab es ja so einen Dreikampf um Position 3, da war er auch dran beteiligt, also da wäre er drin gewesen, da hat er sich auch weggedreht, wie jetzt eben auch. Also das ist sehr schwierig, es ist sehr einfach, die Kontrolle zu verlieren bei diesen Autos.
Gehen wir mal weiter. Hier wieder Tobi Drischka im Gulf Salin. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, diese Lackierung. Wirklich, also Gulf-Farben schmeicheln die im Chassis unglaublich. Das sieht sehr schön aus. Ja, der, glaube ich, tatsächlich bis mehr zwei Rennen gefahren ist. Der sollte im Meisterschaftskampf auch relativ weit da oben dabei sein. Der wird darauf hoffen, dass seine, ja, heute die Führung übernehmen kann oder ausbauen. Ich denke, mit dem können wir auf jeden Fall ganz da vorne rechnen. Oh, ein bisschen nervöses Heck da. Also vielleicht ein bisschen zu ungeduldig gewesen auf dem Gas. Ihr Daniel Söhl im zweiten Salin von Eurocotone Racing, mein Teamkollege, der mit mir letztes Mal in Le Mans noch kommentiert hat. Jetzt selber auf der Strecke. Hat da ein bisschen gebraucht, um sich ja zu gewöhnen an diese Strecke, beziehungsweise an die Kombination aus GT1 und dieser Strecke, aber ich denke, der macht das ganz gut, der wird immer mehr werden mit der Strecke. Er fährt, wie man sieht, gerade die letzte Kurve sehr, sehr weit außen an. Gerade eben die Konfirmation erhalten, dass tatsächlich weder mit ABS noch mit Traktionskontrolle gefahren wird. Also das sind ja schon nicht diese GT1-Autos und die Kontrolle über die zu die halt an sich schon nicht einfach. Und dann auch noch mit Hilfe, also ohne die Hilfe von ABS und Traktionskontrolle, das ist nochmal doppelt schwer. Also das ist schon eine Herausforderung. Deswegen auch, ja, mein größter Respekt an die alle, die hier mitfahren und das schaffen. Ja, weniger saubere Rennen zu fahren, auch Rennen mit gutem, sehr, sehr gutem Racing, also zum Teil wirklich spannender zuzuschauen als in der Realität. Gleich so eine echte 4 GT damals, so ein bisschen abgespecktere Variante. Die 4 GT war ja so eine Art Multiclass, man hat ja die GT1 und die GT2, soweit ich mich richtig erinnere. Natürlich Multiclass, die GT2 sind jetzt hier nicht dabei, wir haben jetzt hier nur GT1er, soweit ich mich hier auskenne. Während wir Daniel Söhl noch ein bisschen über die Strecke folgen. Zieht hier dann seine Runden, also die werden jetzt alle langsam ein bisschen warm mit der Strecke. Hier tatsächlich mal Robert Kelso im List Patrol. Ein Auto, was damals eigens für die 4 GT-Serie hier entworfen und gebaut wurde. Im List einer kleinen Firma aus England, also mit sehr viel Engagement natürlich dabei gewesen damals. Ja. Auch schön, dass das Auto hier vertreten ist in dieser Serie. So, schauen wir mal. Da sehe ich jetzt einige Leute in der Box momentan auf dem Server ohne das Stream-Auto. Tatsächlich 14 Fahrer, das ist eigentlich eine ganz starke, relativ starke Zahl für die GT1. Ich glaube, die meisten Teilnehmer hatten wir in Mossport im zweiten Rennen. Das waren, ich bin gar nicht mehr ganz sogar sicher, wie viele das waren. Das waren, glaube ich, auch 16. Ich bin mir da aber nicht mehr 100% sicher. Nochmal in den Boxen. Werden wahrscheinlich jetzt noch einige Änderungen an den Setups vorgenommen. Nehme ich mal an. Wobei man eigentlich jetzt schon langsam sein Setup haben sollte. Wir haben jetzt noch 20 Minuten hier im Training.
und dann im Qualifying noch 15, da sollte man jetzt ungefähr sich sein Setup schon erarbeitet haben, würde ich jetzt einmal sagen. Hier einen der Mercedes, die ja damals, in dem Fall von Fabio Drischka, die damals in der Realität, vor allem in der 1997-98er Saison, die vier GT1 wirklich dominiert haben, sind hier im Spiel, würde ich anmaßen zu sagen, nicht so stark. Ja. So, hier Jonas Mallmann im Lamborghini. Also wirklich wunderschöner V12-Sound, den man hier oben bekommt. Geht schreit wunderschön. Findet sich momentan noch auf seiner Odd-Lap. Alexander Diakovski momentan noch mit der schnellsten Zeit, also 7 schneller als Daniel Söhl auf der zweiten Position. Ja, der ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, jetzt das erste Mal dabei. Starke Leistung von dem, dass er da direkt so an der Pace dabei ist. Ja, wobei, das ist man ja von Alex eigentlich gewöhnt. Der ist ja bei wirklich allen Rennserien von Anfang an echt super schnell. Also der ist wirklich eine Maschine, das ist unglaublich. Der haut die Zeiten raus, wirklich ohne arg viel Training. Das ist beachtenswert. Und zeigt jetzt hier auch momentan. Denke, das sind jetzt alles nicht wirklich repräsentative Zeiten, denn die Zeiten werden, denke ich, jetzt mal im Qualifying vor allem noch ordentlich purzeln. Die meisten jetzt sich sogar wieder draußen, also wieder am Runden setzen. Hier wieder der Listerstorm von Robert Kelso. Natürlich ein bisschen eigenartiges Design, ein bisschen ja, anders, scheint auch ziemlich unruhig zu sein im Verhalten, aber natürlich ein schönes Auto an sich, muss man sagen. Ja, also ein bisschen Typen aus der Gruppe raus, ein bisschen mit dem Übersteuern. Aber das macht eben diese alten GT1 ja, Autos aus, wirklich mit dem Übersteuern auch ein bisschen schön anzuschauen und schön zu fahren, natürlich auch. Ein bisschen in den Kiel rausgekommen, das hat nämlich mal ein, zwei Hundertstel gekostet. Ja, wie gesagt, jetzt momentan im Training auch eher der Fokus drauf, sich so ein bisschen noch anzufreunden mit der Strecke, so ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen. In der Porsche 911 GT1 auch eigentlich ein schönes Auto, muss ich sagen, von den Franzosen von Cabrol. Gefällt mir sehr gut. Also auch ein schönes Auto. Er hat ja die Limits ein bisschen zu arg gepusht und war auch ein bisschen zu übermütig beim Zurückkommen auf die Strecke, wie man gesehen hat, der ist wirklich auf dem Gas drauf geblieben. Hintergrund Daniel Söhl, auch einen Off-Track gehabt zu haben. Der stand da auch auf der Strecke. Also wie gesagt, schwer zu kontrollieren diese Autos und dann darf man natürlich nicht auf die Strecke zurückdreht, dort stehen bleibt und dann natürlich andere Leute, andere Fahrer behindert. Das ist, will man natürlich eigentlich nicht, das sollte man auch nicht. Wir sehen hier wirklich einige Leute in der Box gerade. Also wir sehen wirklich 5 Leute momentan in der Box. 7, 8. Wir sehen Marcel Bloom in der Red Bull Viper wieder am Rausfahren. Der hat tatsächlich gesagt, dass die Viper wirklich äußerst extrem zu fahren ist. Also laut ihm, wenn man einen zweiten Gang hochschaltet, dann bekommt man direkt ja, Wheelspin. Ja, eine Herausforderung, wirklich dieses Auto zu fahren, aber das macht, denke ich, auch ein bisschen den Spaß aus. Und ich denke, einige Autos hier trotz allem einfacher zu fahren als andere, aber das ist halt die Herausforderung. Sehen wir den Porsche langsam, der hat also wahrscheinlich gerade Platz gemacht. Sehen wir wieder Daniel Söhl im Salin. Der ist tatsächlich wieder rausgefahren auf einer Outlap. Folgen wir dem mal ein bisschen. Ja, auch ein wunderschönes Design, ein sehr schlichtes Design. Das Euro-Proton-Design, natürlich unsere ja, Farb- und Designsprache immer. Dieses Türkis, meistens dann noch dazu schwarz, weiß, genau, je nachdem.
Denke, eine sehr schöne Farbkombination, die man jetzt im Motorsport nicht unbedingt so oft sieht. Die sieht auch schön aus. Denke ich, wird seine Zeit auf jeden Fall verbessern wollen. Fährt aber wieder an die Seite, also scheint seine Outlap entweder anbrechen zu wollen oder den hinter ihm fahrenden Markello freilassen zu wollen. Scheint an ihm vorbeigelassen, will er sich also ein bisschen freie Strecke gönnen. Ist immer ganz schön, wenn man nicht den Druck hat, dass jemand von hinten kommt, der potenziell schneller ist. Dann Druck macht auf seiner Schnellrunde, dass wir niemand haben, dann ist er lieber den frei. Kann ihm jetzt ja auf seiner schnellen Runde mal folgen. Bleiben wir jetzt einfach mal on board und schauen uns noch eine Runde auf Mugello einmal an. Wie gesagt, jetzt die Start- und Zielgerade, wirklich der einzigste Teil der Strecke, wo man wirklich einen Top-Speed braucht. Ansonsten sehr viele Kurven, also hier ist auf jeden Fall Downforce, also Abtrieb extrem wichtig. Hier werden auch die Autos überlegen sein, die eben von sich aus besseren Abtrieb haben. Hier die Kurve ist es natürlich optimal, die öffnet sich am Ende so ein bisschen auf, das heißt, man zieht da raus. Hier gibt es so eine Art Bump, also hier dreht man sich relativ einfach weg. Dann hier die erste Schikane, die möchte man natürlich innen, also möchte man den Körper ein bisschen mehr erwischen, als man es gerade gemacht hat. Ich denke, da hat er ein bisschen Zeit verloren. Hier draußen nicht zu weit rauskommen, kann man aber den Körper eigentlich sehr weit befahren. Hier wieder eigentlich eine ähnliche Schikane, wieder innen reinziehen, hat den Körper schön getroffen, den äußeren Körper mitnehmen und dann sich austreiben lassen. Hier kann man bis auf den roten Körper raus, aber man muss aufpassen, dass man nicht zu weit rauskommt. Denn hier jetzt eine Kurve, die nach rechts abgeht, hier ist Bergabbremsen angesagt. Es ist ein bisschen schwer, dass man hier nicht sich verbremst und der Reifen stehen bleibt. Hier wieder schön raustreiben lassen, auch auf den roten Körper. Hier kann man eigentlich mehr oder weniger ohne zu bremsen durch, man muss nur so ein bisschen zum Gas runter. Hier auch ein bisschen vom Gas runter, dann wieder raustreiben lassen über den Berg. Kommt jetzt gleich zu einer Bremszone und dann geht es nochmal rechts runter. Diese Strecke mit sehr vielen ähnlichen Kurvenkombinationen wieder hier in den Körper mit ihm weit raustreiben lassen, nicht so wie Marc es gemacht hat vor dem Daniel jetzt hier. Also der ist also wieder rein rausgekommen, ein bisschen Kies aufgewirbelt, das tut immer ein bisschen Zeit kosten. Dann hier eine langgezogene Rechtskurve, die dann auch aufgeht nach außen, da möchte man sich schön nach außen treiben lassen. Und hier die Kurve kann man flat nehmen, wenn man die Eier dazu hat. Daniel mehr oder weniger flat durchgegangen. Ein bisschen gelebt, ich denke, aber das hat auf jeden Fall gut Zeit gebracht. Jetzt nochmal die letzte Kurve, die möchte man weit außen anfahren, um dann mal reinziehen zu können hier. Schön den Scheitelpunkt mitnehmen, der relativ weit hinten liegt und dann wieder rausrennen lassen, wie diese roten Körbs. Können mehr oder weniger als Orientierungspunkt nehmen. Hier jetzt schön Windschatten von Marc in dem Fall. Und schauen wir, ob das eine Verbesserung wird. Anscheinend hat er sich jetzt in dieser Runde nicht verbessert. Seine Zeit bleibt bei einer 1:48.2 stehen. Können wir mal gucken. Das wäre mal bei ein paar Ausfall. Oh, hier. Marc jetzt bringt die ganze Zeit Kritik. Er kämpft mit seinem Auto, also verliert hier mehr oder weniger konstant Zeit gegen Daniel, der hinter ihm ist. Jetzt natürlich ihm am Arsch hängt, mehr oder weniger, kann man das sagen. Also wird interessant zu sehen sein, wer hier ganz vorne mitfährt. Während wir jetzt noch 14 Minuten im Training haben, alle momentan auf der Strecke, die noch hat, der beigetreten ist, also der wird relativ bald auch rausfahren, der auch, da sehen wir, Marc, im Mittelteil der Kurve zu viel gewollt, zu weit rausgekommen und dann kann man eben mit den dreckigen Reifen die Geschwindigkeit nicht mitnehmen und wenn man dann zu viel will, dann treibt es einen halt raus. Am Ende, also es war so ein, nicht der Crash im Vergleich zu Lance Stroll in der Formel 1. Hier sehen wir die Viper, die eben, wie gesagt, sehr schwierig zu fahren scheint. Hat sich in den ersten Rennen auch auf jeden Fall so bewährt, also Marcel Blum da mit einigen Problemen bisher, aber das ist auf jeden Fall verständlich. Also die Viper fährt sich extrem zickig, muss man sehr vorsichtig fahren. Hier sehen wir jetzt mal einen der von Fabi Drischke, der Mercedes CLK-R. Also wie gesagt, damals eines der erfolgreicheren Autos. Dreht sich aber hier direkt erstmal in den Kies, also da wollte er auch zu viel, hatte zu viel Geschwindigkeit mit ihm.
einen mehr oder weniger überholt. Sehen wir wieder einige Leute in der Box. Aber Martin Priss mit seinem Ferrari. Da ist Tönnissen fast gemacht, ihn nicht zu treffen. Wir wurden kurz knapp, aber zum Glück alles gut gegangen. So was möchte man natürlich im Qualifying und auch im Rennen nicht haben. Ich denke, es kommt hier vor allem bei der GT1, dadurch, dass die relativ schwierig zu fahren sind, auf jeden Fall darauf an, dass man konstant fährt. Also jemand, der dann wirklich unbedingt der beste Qualifying-Fahrer ist, kann eine schlechte Qualifying-Leistung immer noch mit einer guten Leistung, mit einer konstanten Leistung indem er eben einen GT1-Rennen, wo nicht mindestens ein Fahrer einen Fehler gemacht haben. Viele Fahrer machen auch mehrere Fehler, wie zum Beispiel ein Dreher, das Feld ist ja so eng, dass ein Dreher einen wirklich mehrere Plätze kosten kann. Und du hast zum Beispiel hier, kann auch ganz schnell einen Dreher über die gesamte Strecke ausmachen, halt an der anderen Seite der Strecke in der Wand. Das möchte natürlich niemand. Wieder von einmal wohl den Ausstand von Hilfe. Eins, die letzte Pikane macht. Und Lippen kommt auch wieder raus aufs Gras. Und jetzt immer fahren auf die letzte Kurve, sehen wir den Fahrer davon verbremst sich noch ein bisschen. Wie schön, wie ich kann nehmen. Sieht dann raus, gerade da. Das ist natürlich wenn man da schön Geschwindigkeiten rausnehmen kann, hat man nicht mal einen Vorteil. Immer den anderen auf der gesamten Gerade, wenn man mehr Geschwindigkeiten nehmen kann. Der tatsächlich bisher sehr konstante Leistung gefahren ist, obwohl er in den ersten Rennen, auch nicht dabei in auf dem Unterhauring, aber in den ersten beiden Rennen tatsächlich auch jedes Mal den sehr schneller Fahrer, hat immer noch Top 5 Platzierung rausgeholt, werden wir jetzt sehen, war er zu aufgegeben und hat jetzt eben auch noch Carbol, der hinter ihm war, ihn mit Leidenschaft gezogen. Also ist auf dem Gas geblieben, auf die Strecke zurückgekommen, hat er eben die Kontrolle gehabt, hat sich dann weggedreht, aber das, denke ich, macht einen guten Rennfahrer auch aus, dass man dann eben versucht, das Auto zu halten, man versucht, den Zeitverlust so gering wie möglich zu halten. Das klappt leider nicht immer. Hier die beiden Drischkas, natürlich Tobi und Fabi, mit jeweils respektive mit Salim und mit Mercedes, immer mit starken Leistungen, also bei den beiden beides sehr, sehr starke Fahrer. Man ja in der WEC mit hier auch bei uns und eben auch hier jetzt in der GT1, also beides starke Fahrer, definitiv. Wenn wir jetzt die letzten 10 Minuten des Trainings beginnen, momentan immer noch hier auf P1 vor Söhl und Tobi Drischka. Immer noch ein extrem großer Abstand von Diakowski was er da hat auf Daniel Söhl ist schon eine starke Leistung, aber ich denke, das ist nicht sonderlich repräsentativ für das, was da passieren wird. Da werden Fehler passieren, da werden die Zeiten purzeln. Also es wird sicherlich interessant sein zu sehen. Momentan auf dem Server haben wir Diakowski, Söhl, Drischka, Bruxer, Kelso, Malmann, Keller, Tönnissen, Gerards, Drischka, Rudakov, Cabrol, Doom und Pristas. Ich denke, das werden die sein, die uns heute Abend hier durch das Rennen begleiten werden. Ich denke, gesehen, dass man diese letzte Schikane eben auch mit zu viel Elan nehmen kann und dann sind die Fehler relativ schnell und dann ist man halt in der Wand. Das kann das Rennen schon ziemlich ruinieren, weil dann muss man in die Box fahren, muss das Chassis reparieren lassen, das dauert unter Umständen. Benzin tanken, aber das kann dann ein Rennen schon ziemlich ruinieren, deswegen wäre, um meinen Punkt von vorher noch mal aufzugreifen, weit vorne mitfahren, auch wenn seine Pace nicht unbedingt die schnellste oder die beste im Feld ist. Dann in der Box, Rudakov in der Box, also wir sehen einige Leute, die hier momentan in der Box sind. Hier nochmal Sascha Gerards, der müsste, das müsste die erste Kurve sein. Ich sage, also natürlich alle Kurven extrem ähnlich hier. Von Aufbau und auch er wieder überschätzt. Bisschen möchte ein bisschen zu viel und kommt da raus. Das hat er natürlich schon abgefangen, aber wie wir vorgesehen haben, das kann relativ schnell ausarten.
von Tobi Trischka, der sich jetzt seinen Weg durch die letzte Kurve bahnt. Alles gibt es hier, wir haben diese Finale. Ja, einiges gibt die Klasse, einige die aus der Realität und einige, die natürlich eine bunte Mischung gefällt, sehr gut. Bei Martin Tristans, der natürlich bisher noch nicht hatte. Relativ mit dem zweiten Rennen auch. Also den ist es nicht so glücklich verlaufen bisher. Mitnehmen kann aus diesem Rennen. Unverändert in der zweiten von der Spitze, aber P3 und 4 haben getauscht. Bruxer hier jetzt an vorbei. Der ist jetzt auch auf ein Zehntel an Daniel Söhl rangekommen. Trotzdem finde ich starke Leistung von Daniel. Hinter ihm sehen wir den Listerstorm von der wird jetzt bis zum 13. Das lässt er aber auch Platz und lässt ihn vorbei, wie man das eben unter Rennfahrern eben so macht, unter Rennfahrern verstanden. Relativ weit vorne im Meisterschaftskampf dabei war und glaube ich auch noch dabei ist. Immer ein relativ konstanter Fahrer gewesen. Ein schneller Fahrer, also den habe ich auf jeden Fall heute für den Sieg und auch für den Sieg in der Meisterschaft auf der Liste. Zieht hier weiter seine Runden, während wir noch 2 Minuten 30 im Training verbleibend haben. Also dann jetzt vorbei, dann wird es langsam ernst. Danach, nach einer kurzen Pause. Und da wird es dann eben um alles gehen, da wird es darum gehen, sich die optimale Startposition zu sichern für das Rennen. Super wichtig ist. Aber ich denke, hier wird es relativ wichtig sein, denn hier hat man eben so eine eine Kurve, wo das wirklich einfach ist, wo man eine Kurve hat, wo man bremst, dann hat man wirklich eine Innenseite und eine Außenseite, wo man wirklich innen durchziehen kann und man hat die ziemlich langgezogene Kurven. Da muss derjenige, der überholt wird, natürlich mitspielen und muss Platz lassen, ansonsten kann das auch ganz schnell unschön enden. Ja,
natürlich wunderschöne Sounds, die diese zum Teil V12, müssen echt alle V12 sein, V12 GT1 Sounds haben. Wunderschön zum Zuhören, wunderschön zum Zuschauen auch. Und wir sehen, dass jetzt auch Buxa in die Box kommt und wir sehen einige auch jetzt wirklich in der Box hier. Ein schöner Blick auf die Stadt Zielgerade, während sich die Autos jetzt ihre letzten Runden setzen. Momentan tatsächlich nur 6 Leute auf der Strecke, der Rest in der Box. Ich denke, die werden auch nicht mehr alle rausfahren, sondern jetzt drin bleiben, abwarten. Ich denke, alle Verbesserungen von Fabi Drischka und von Jill Bruxer, die haben beide noch an Daniel Söll vorbeigezogen sind. Allerdings sind beide noch in den 1,48ern drin geblieben. Ich denke, wir werden aber auf jeden Fall in den niedrigen 1,47er kommen im Qualifying. Also die Zeiten werden ordentlich putzen. Ich denke, das ist jetzt mehr oder weniger auch Sandbagging, was die Leute hier betreiben. Ich denke, die sind auch nicht unbedingt alle mit ihrem Qualifying-Setup gefahren. Und dann zum Beispiel mit Rennsetup, dass man das mal getestet hat. Und damit sind wir jetzt auch durch mit dem Training. 3 Autos noch draußen auf der Strecke, die werden jetzt ihre Runden beenden und dann in die Box zurückkommen und dann haben wir tatsächlich das Feld aufgeteilt von 1,47er Zeiten bis 1,53er Zeiten, das heißt 6 Sekunden Abstand zwischen Spitze und Ende des Feldes, also da sieht man, dass das ja relativ weit aufgefächert ist, das Feld, aber da kann alles passieren im Rennen, ich denke, da wird jeder Chancen haben, auch von möglichen Unfällen. Ja, profitieren. Dann werden wir die Kurve machen und dann zum Qualifying wieder zurück sein.
So, und damit sind wir zurück zum 10 Minuten Qualifying. Aber dann jetzt alle natürlich relativ schnell versuchen, sich hier richtig auf die Strecke zu bahnen. 15 Minuten. Dann natürlich alle versuchen, die Softs aufzuziehen. Und dann relativ schnell ein paar Runden zu setzen. Momentan nur noch Gerards und Drischka in der Box, aber auch die beiden kommen raus. Momentan also niemand mehr in der Box und jetzt alle raus. Nochmal Keller. Sein, voll weit der Schlange. Das ist natürlich, kann man als Vorteil oder auch als Nachteil sehen. Also, ich weiß nicht, wie es unbedingt, wie es um die Track Evolution steht hier in der Supermarkt-Decke. Ja, mehr Druck zu haben und weniger Zeit. Deswegen, hier zum Beispiel Marcel Blum, der auch relativ weit vorne ist in der. Und dann der letzte Storm. Um sich dann ein bisschen mehr rauszutreiben, ein bisschen mehr rauszunehmen, aber wir sehen, sicher mit Start- und Zielbahnen. Ausgefahren ist. Und jetzt ist eine schnelle Runde gestartet und wir werden jetzt dann sehen, wer hier die Karten auf den Tisch legt. Sehen wir hier eine Verbremsung im Punkt. Rein. Wird man sehen, ob ihn das entsprechend hat oder nicht. Sehen einige Leute sich tatsächlich mit ihrer scheinen mit ihrer Outlap nicht zufrieden gewesen zu sein und haben mal die Box zugesetzt, werden jetzt eine zweite Outlap machen. Das wären hier, glaube ich, ja, Blum und Kenner, die das gemacht haben. Kenner jetzt eine zweite Outlap draußen. Wahrscheinlich hat er mit seiner ersten Fingern rum einen gravierenden Fehler gemacht. Interessant zu sehen sein, wer die Zeiten setzt, wer hier ganz vorne mitfahren kann. Und es wird auch interessant zu sehen sein, wie eng. Training hat man ja nicht wirklich angeht. Da sind hier Kutzer hinter Rudakov, die werden jetzt dann alle kommen. Und die erste Zeit wurde gesetzt von Alexander Diakovski, eine 1.46.8. Das ist meine Ansage. Während wir sehen, Fabi Drischka mit einer 1.48.2. Robert Kelso überbietet ihn mit einer 1.47.3. 1.50. Ne, 1.48.7 von Daniel Höhl. Der wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit haben. Der wird deutlich schneller werden, wenn er damit fahren will. Und es mit 1.56. Das ist 1.56. Dann ist ein ganz knapp vor Prismas. Manche werden in die Box zurückfahren oder direkt neu aufhören. Manche fahren vielleicht auch eine zweite Runde nochmal. Dann sind wir jetzt mal durch. Noch keine schnelle Runde momentan von Keller, Blum, Malmann, Gerards und Drischka. Aber Gerards und Drischka später ausgefahren. Also das ist alles von 1.46 bis zu einer 1.51. Da waren auch nicht Fehler drin, also die Zeiten werden noch 10 Minuten übrig. Außer Mercedes, hier
weitere schnelle Runde angebrochen hat, hier jetzt in die erste Schikane. Ich habe aber wenig so, dass da jemand geht. Das war der Apparat von Hannes. Er hat sich gar keine Zeit gesetzt, der war sogar, glaube ich, kurzzeitig runter vom Server. Scheint aber wieder drauf zu sein. Hier Jonas Malmann. Der zweite Lamborghini-Fahrer hier im Feld, eigentlich auch immer eine Kraft, mit der zu rechnen ist. Ein sehr konstanter Fahrer auch, von dem ich es erlebt habe. Verbessert sich, glaube ich. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht unbedingt da, wo er sein möchte. Sühl, denke ich, jetzt auf seine zweite gezeitete Runde gegangen. Über die Ziellinie Sühl hier in der ersten Kurve. Auf jeden Fall schon mal kein Locker von ihm. Jetzt auch sehr häufig und ist auch sehr schnell zu passieren, dass man dann eben mal sich überschätzt und dann mal kurz in den Kiesel rausgeht und dann ist die Zeit halt auch mal ruiniert relativ schnell. Und mit Alexander Rudakow, der momentan auf P12 bessern kann. Ich denke, der wird auf jeden Fall auch noch in der Lage sein, mehr aus seinem Auto rauszuholen. Ja, das fällt dabei. Mal schauen, was er dieses Wochenende für eine Leistung abrufen kann. Natürlich auch unterschiedliche, ja, die wir gespielt haben. Also manche mehr, manche weniger. Drischka, Fabian Drischka, Bruxer, Keller, Sühl. Keller hat auf jeden Fall verbessert nach 1,48,6. Aber ich denke, die werden alle sich die niedrigen 1,47er fahren müssen. Das sollte man nicht. Wir sind jetzt momentan, denke ich, die Startphase war auch sehr hektisch, aber die sind momentan alle noch langsamer als ihre Zeiten, die sie eben im Training gefahren sind. Ich denke, da sind bei einigen wirklich 1,47 sollten auf jeden Fall möglich sein. Und mit der Viper momentan nur eine 1,53,2, aber ich denke, er macht das Beste draus. Kann man da mitfahren? Ilan ist auch noch keine Zeit gesetzt. An 6 Minuten 40 noch übrig, also nicht mehr unbedingt viel Zeit. Verbessert ist es aber auch noch nicht. Denke ich, das, was er sich wünscht als Zeit. Mal rausfahren. Prist hast du auf 11. Noch in den 1,50ern drin. Also hier doch relativ groß zwischen den einzelnen Marken. Schikane nehmen, schauen, wie er sie hinkriegt. Genommen eigentlich. Der ist hinter Jill Brooker auf die 3, also ich denke, der wird noch reinfahren kann in die 1,47er. Ist die Körbe noch ein bisschen zu viel Wiesen mitgenommen, hätte ich gesagt. Aber immer noch eine relativ stabile Runde von ihm. Ja, ein bisschen so rausgekommen, hat er sich ein bisschen übernommen und dann denke ich, wird das nicht unbedingt eine Verbesserung werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Nerven lag oder zu wenig Training oder vielleicht ein Fehler. Ist alles möglich.
Momentan noch auf P1, Alexander Diakowski 1,465,5. Ja. Er jetzt 8 Zehntel vor Robert Knetzer auf P2. Und wenn wir auf P3. Die werden jetzt alle auf ihre nächsten fliegenden Runden gehen. Ich denke, da werden jetzt auf jeden Fall 2, 3 fliegende Runden noch möglich sein, wenn man dementsprechend aufgetankt hat. Sehen wir hier den Gulf Salih nochmal aus der Ausfahrt. Mal keiner noch in der Box. Hier Ilanis Maserati, Martini Maserati, ja, ich muss ja auch mal. Ich habe ihn gezeigt, der Argentinier. Momentan befindet er sich nur auf P8, also er wird sich auch verbessern wollen, momentan mit einer 1,49. Momentan noch im ersten Sektor der Strecke befinden. 3 Minuten 30 noch auf der Uhr für dieses Qualifying. Und dann geht es in das einstündige Rennen. Natürlich, wie gesagt, auch immer die Chance auf Drive-Thru-Penalties, also Strafen, die man natürlich bekommt, wenn man zu schnell in die Boxeneinfahrt einfährt. Das Limit müsste hier, glaube ich, bei 80 km/h liegen, wenn ich richtig gut, könnte auch 60 sein, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Und natürlich auch eine Überstrafe ausgeteilt, wenn man 3 Cuts, also dreimal mit allen 4 Reifen von der Strecke kommt, beziehungsweise zum Beispiel von der Strecke auch von der Strecke abkommt, wenn man 3 von diesen Cuts sammelt, auch eine Durchfahrtsstrafe erhalten, die einem sozusagen das Rennen auch ruinieren kann oder ruinieren wird. Und Daniel Sill kommt jetzt durch, um seine Runde zu beenden. Mal schauen. Er verbessert sich nicht. Er hat jetzt auch Pristas vor sich, also das würde ihn wahrscheinlich auch ein bisschen so ablenken, behindern. Muss da eine bisschen weitere Linie fahren. Soll jetzt eigentlich nochmal eine schnelle Runde dranhängen. Aber wie gesagt, im Hintergrund sehen wir einen der Lamborghinis in der Rennstrecke. Also, wie gesagt, Qualifying nicht, natürlich nicht alles. Das kann Rennen auch extrem gute Chancen geben, auch wenn man nicht von weit vorne unbedingt startet. Das Öl jetzt auf jeden Fall langsamer. Geht jetzt auch, glaube ich, runter nochmal, versucht nochmal langsamer zu machen, wenn ich das richtig sehe, bin mir nicht sicher. Ja, er macht langsamer. Wie man dann auch sieht, versuchen die Drive-Temperaturen ein bisschen runterzuholen. Oder kommen zu lassen, die Temperaturen, und dann nochmal eine schnelle Runde versuchen. Das ist das, der momentan vor ihm war. Immer noch letzter. Ilanis P8. Der Verbindungsprobleme, soweit ich das richtig gesehen habe. Trotzdem jetzt mit einer starken Leistung Mitte des Feldes. Der Outlap wird jetzt nochmal eine fliegende Runde starten. Aber immer noch. Also 6 Leute in der Box. Weiß nicht, ob die werden. Das reicht nämlich nicht mehr. Wir haben jetzt noch eine Minute. Tan, Diakowski, Kelso, Bruxa, Drischka, Malmann, Söhl. 6. Mal schauen, ob wir da noch irgendwelche Verbesserungen kriegen werden. Mit einer grünen Zeit im Delta. Mal schauen, ob er noch was rausholen kann. Wir werden natürlich nicht die Zeit bewahren. Der befindet sich noch auf einer schnellen Runde. 30 Sekunden noch übrig hier in diesem Qualifying. Und Drischka von der Strecke runter. Das ist der Galf Salin. Ich denke, der wird sich seine Runde jetzt auch ruiniert haben. Frage ich, ob er jetzt noch eine Runde starten wird. Ich nehme mal an, 20 Sekunden sollten reichen. Der wird dann nochmal eine Chance kriegen. Das sollte gerade so reichen für ihn. Mit einigen, sehr wenigen Sekunden noch. Drischka, Malmann, Söhl, Ilanis, Drischka. Ja, und das war sozusagen das Qualifying. Wir sind durch. Hier kommt wirklich weiter dominierende Leistung auf P1.
mittlerweile sogar an die 1,45 eingebaut. Starke Leistung von ihm. Ja, da wird das Feld sich mit einem abschneiden. Relativ weit weg, aber Drischka, wie wir sehen, momentan mit 2 Zehnteln im Delta, also der wird sich auf jeden Fall verbessern. Wir bleiben mal dran bei ihm. Das sieht sehr vielversprechend aus. Mittlerweile 4 Zehntel im Delta. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist. Nein, müsste nicht mal. Der scheint da extrem viel Zeit rauszuholen. Also bisher noch nicht, eine fehlerfreie Runde reinbekommen zu haben. Werden. Nehme ich mal an. Daniel, fast eine Sekunde schneller im Delta. Starke Leistung. Wirklich. Also, wurde jetzt hier auch durchgelassen. Sehr stark. Sehr, sehr fair auch, dass er da Platz macht. Nicht auf seiner Linie beharrt. Jetzt wieder, ja, die Sekunde ja, schneller als seine beste Runde. Da er momentan bei einer 1,49,2 ist, sollte das dann eine 1,86 ja, stellen würde. Da würde er Daniel Söhl noch vom 6. Platz verdrängen. Mal schauen. Das war schon 1,1 Sekunden. Mal schauen, wo er rauskommt am Ende. Gerade rausschießt. Hoffentlich konnte er damit viel Geschwindigkeit mitnehmen und das wird definitiv gewinnen. Und wie vorausgesagt, packt es ihn mit einer 1,48,0 auf Position 6, verdrängt Daniel Söhl und ist damit auch durch jetzt. Und das Qualifying hier gelaufen. Ist Endergebnis die Top 10. Diakowski, Kelso, Bruxer, Drischka, Malmann, der andere Drischka und Söhl. Die Top 6 und damit eine Pause.
So, wir befinden uns nun auf dem Grid. Ja, die Startaufstellung. Sehen, also gehen wir jetzt einmal die Startaufstellung durch. P1 haben wir Alexander Diakowski im, das ist der Maserati. So, jetzt ist mir der Name entfallen. Dann Kelso im Lister Storm, starke Leistung von dem, auf P2. Bruxer im Ferrari auf P3, dann Drischka im Mercedes auf P4, P5, starke Leistung von Malmann, den Lamborghini auf P5 gestellt, P6, wie vorher schon gesehen, das ist dann Tobi Drischka, genau, und dann Daniel Blöhl im Europoton, Salin, ich denke, der hatte sich was eine bessere Leistung erhofft, aber mal sehen, wo es ihn im Rennen hinspülen wird. Dann Keller im zweiten Lamborghini, Ilanis, Tönnissen, Gerard, Rudakov, Pristas, Cabrol und Blum konnte also den Fluch, der scheinbar auf der Viper liegt, nicht brechen, aber wir werden sehen, wo es ihn im Laufe des Rennens noch hinspült. Ich denke, er wird definitiv Zeit gut machen, Platz gut machen, Plätze gut machen und aufholen. So, 20 Sekunden sollten es noch sein bis zum Start. So, hier sind die Lichter. Es sind 6 an der Zahl und die sollten jetzt dann auch gleich angehen. Und dann sind wir bereit für das Rennen. Die Lichter sind an und los geht's. Ein eher mäßiger Start gegen Fabi Drischka. Der verliert, glaube ich, direkt einen Platz gegen Malmann. Aber alle ganz gut weggekommen. Niemand wirklich stehen geblieben. Der kann anscheinend die Führung behaupten. Dahinter. Boah, das hier sieht sehr, sehr clean aus. Söhl innen vorbei an Malmann. Der scheint einen relativ guten Start bekommen zu haben. Ist jetzt natürlich außen. Aber sollte sich da behaupten können, kann er nicht. Hier Buxa sollte momentan noch B3 sein, ja, kann B3 behaupten. Hinter ihm Drischka, vor ihm Kelso. Und wie gesagt, in Führung gegen Alexander Diakowski. Also Diakowski, Kelso, Buxa, Drischka, Malmann und Söhl. Also Söhl einen Platz gut gemacht gegenüber Tobi Drischka. Im anderen Salin, der hat sogar 2 Plätze verloren. Und so tatsächlich den Start, alle überlebt, ohne große Unfälle. Schön zu sehen. Und jetzt wird sich das Rennen natürlich so ein bisschen einfahren. Ja, den Rudakov, der jetzt am Heck von Drischka klebt. Also Drischka selbst definitiv mit einem nicht so guten Start. Der wird da nicht so zufrieden sein. Was will man machen? Er muss jetzt in den Rhythmus kommen. Er muss seine Pace finden. Und dann wird er versuchen, die vor ihm liegenden Plätze sich wieder zurückzuholen. Also auch Keller vorbeigekommen an ihm. Und wie gesagt, Söhl. Also Söhl auf Platz 6. Keller Platz 7 und Drischka Platz 8. Rudakov hier 9. Dahinter dann unser Gaststarter Marius Tönnissen. Gerard auf 11. Cabrol. Blum auf dem letzten Platz. Und da ist jemand weit rausgekommen. Das ist Keller, der verbremst sich auch nochmal. Und da wird wahrscheinlich Drischka in der Lage sein, innen vorbeizugehen. Also der wird sich den Platz direkt wieder zurückholen. Und das sollte er auch schaffen, er ist schon hier vorne und das sollte was werden. Allerdings kann man sehen, dass der Lamborghini wieder ein bisschen zurück macht. Also der scheint in der, Geschichte auf der Geraden relativ gut zu sein, was Topspeed angeht. Aber ich glaube, da wird er den kürzeren ziehen. Er ist allerdings innen. Mal schauen, wer später bremst. Und Keller kann sich behaupten, bleibt vorne. Starkes Racing von beiden. Mal schauen, da tut er noch so ein bisschen wegdrücken, macht ihn die Linie zu. Dadurch kann Drischka nicht in reinstechen und somit bleibt Keller vorne, kann die P7 behaupten. Kann P8 behaupten. Oh, Tobi Drischka, nein, das ist P7. P7, Keller, P8, Drischka. Dahinter sehen wir, dass Tönnissen, Rudakov geht weit und das müsste bedeuten, dass Tönnissen vorbei ist, auch Gerard jetzt vorbei an dem Maserati, der da ein bisschen in den Kies gekommen ist und eben direkt Position verloren hat. Also das, was ich vorher angesprochen habe, ein Fehler kann ja direkt Positionsverlust bedeuten, nicht nur eine, sondern auch mehrere. Die werden jetzt alle hoffen auf den Fall erwischen.
hat eben raus. Ilanis am Start definitiv Position verloren. Der war ja, glaube ich, P9 oder P8 am Start. Der wird definitiv nicht zufrieden sein mit seinem Start. Einige Positionen verloren jetzt. Im Teil des Feldes des Racing schon. Momentan an der Spitze alles noch unverändert. Diakowski schon einen relativ großen Vorsprung rausgefahren. 1,4 Sekunden gegenüber Robert Kelso. Er war ein starkes Rennen fährt bisher. Also dafür, dass er, glaube ich, bisher noch kein Rennen gefahren ist in der GT1. Starke Leistung für ihn. Dann Drischka, Burksa, Malmann, Söhl, Keller, Tobi Drischka und Marius Tönnissen. Hier sehen wir einmal Carbol im Porsche. So, Startphase vorbei. Jetzt denke ich, werden alle langsam versuchen, ihr Renntempo zu finden. Hier werden unterschiedliche Boxenstrategien gefahren werden. Die Fahrer kommen unterschiedlich hoch mit den Reifen knack, verbrauchen unterschiedlich viel Benzin, fahren unterschiedlich Spur. Oh, beide gleichzeitig verbremst. Reifen stehen geblieben bei beiden vorne links. Und das wird jetzt die Chance geben, vorbeizufahren. Das ist ein sehr schönes Überholmanöver außen und dann eben die Kurve geht nach innen, aber da. Das war eine Berührung, das sollte Gerhard vorne schaden. Dann haben wir gesehen, Mark Keller klebt am Heck von Daniel Söhl. Also Daniel Söhl auch schon eine ordentliche Lücke aufreißen ist nach vorne. Der scheint sich nicht so wohl zu fühlen mit seinem Auto. Mit dem jetzt richtig am Arsch, dahinter auch direkt dann Tobi Drischka im anderen Salin. Also wir haben hier einen Lamborghini im Salin Sandwich. Wir hier wieder der Gerhard sehen, der gerade eben Rudakov berührt hat hinten, aber das ist auch sehr langsam geworden, der Rudakov. Hat ein bisschen Speed rausgenommen am Ausfall der Kurve. Ich denke, damit hat Gerhard nicht unbedingt gerechnet. Keller geht weit in die Kurve rein, das erlaubt. Drischka mal ein bisschen zu gucken, ob er da durchkommt, aber kam er nicht. Jetzt versucht er zu Inside zu ziehen, da wird er aber nicht durchpassen in der Kurve, also zieht er nochmal zurück. Und Keller kann seine Position gegenüber Drischka behaupten. Ich denke, die drei werden sich einen schönen Kampf hier in dem Rennen liefern. Wird interessant zu sehen sein, wer am Ende on top herauskommt aus diesem Kampf. Hier wieder Gerhard in der Corvette. Interessant sein zu sehen, ob Gerhard und auch Rudakov starken Schaden haben, ob das ihre Rennstrategie beeinträchtigen wird. Und jetzt sehen wir Keller mit einem schönen Run auf der letzten Kurve, wird jetzt eigentlich in der Lage sein, Söhl anzugreifen. Söhl wechselt also ein bisschen die Linie, um eben den Windschatten zu brechen, aber ich denke, das wird ihm nichts bringen. Da wird Keller gnadenlos hindurch weitziehen. Bald, Söhl auch ein bisschen später am Bremsen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist Keller ein bisschen durchgedriftet durch die Kurve, sollte aber alles clean gewesen sein, somit Söhl eine Position verloren gegen Mark Keller auf Position 7. Hier sehen wir den Kampf um Position 2 tatsächlich. Robert Kelso im Lister Storm gegen Fabian Drischka im Mercedes. Und wir sind wieder zurück beim Kampf um Position 6. Keller jetzt eben vorbei an Söhl, dahinter Drischka. Ich denke, Söhl wird jetzt nicht in der Lage sein, unbedingt Keller wieder anzugreifen. Dafür ist der Speed von Keller auch vom Drischka eben zu stark. Boah, sehr starke Verbremser von Gerhards, aber bleibt auf der Strecke. Aber ich denke, das wird die Reifen auch nicht, die wird den Reifen auch nicht unbedingt gut tun. Hier Cabrol im Porsche auf Position 12. Wie gesagt, einer, der für dieses Rennen in Frankfurt gekommen ist. Macht sich eigentlich ganz gut. Fährt da hinten mit. Hat auch ein bisschen mehr rausgekommen, aber alles im grünen Bereich für ihn. Wie gesagt, nach wie vor Diakov, hier ist er durch seine sehr starken Leistung weiter in den Führung und wieder beim Kampf in Position 6. Keller ungefähr mit dem gleichen Abstand zu Söhl immer noch wie jemand in der Runde. Mal schauen, ob Drischka jetzt in der Kurve ein bisschen Zeit rausfahren kann und auch gerade raus. Während wir hier wieder Cabrol sehen, der von Ilanis im Maserati gejagt wird. Und das sollte jetzt P2 sein für Fabi Drischka. Okay, so kommt aus, wieder da berühren sie sich. Da haben sie sich auf jeden Fall berührt. Aber, und da dreht sich Kelso weg, hat das weggeschmissen. Ich denke, da wird jetzt einige Positionen verlieren. Hier kommen schon die nächsten. Hier P6. Sandwich der beiden. Ich denke, Kelso ist gefahren und die Strecke. Da werden wir gleich in der Lage sein zu sehen, auf welcher Position er sich befindet. Ja, haben sie gefahren, jetzt den Kopf gecued. Direkt jetzt unmittelbar hinter ihm.
dann gedreht haben. Denn er ist jetzt noch in Position 5. Er ist zurückgefallen. Also, was ich mir jetzt vorstellen könnte, das habe ich jetzt gerade eben erst bemerkt, dass er entweder aus Sportsmanship gesagt hat, das war meine Schuld, also auf seine Kappe genommen hat, dann gesagt, ich warte, bis er wieder zurückkommt. Das ist ja hier das Gentleman-Driver-Agreement, was wir haben. Kann auch sein, dass er auch Schaden hatte und damit ist die Führung jetzt weg. Für Diakowski, Kelso, Bruxer, Frischka, Malmann, Diakowski eben jetzt, hier sehen wir auch, jetzt hinter Malmann. Und da hinten haben wir dann Keller und Sul und den Frischka. Also wirklich überschlägt sich das Rennen hier jetzt. Boah, da kommt der Berührung. Ich konnte es nicht richtig sehen, aber es sah so aus. Also Frischka jetzt mit einer Berührung mit Medien. Also jetzt auf jeden Fall in der Außenbahn theoretisch. Sollte Bruxer sich da aber behaupten können, da eben die Innenbahn. Da wollte er ein bisschen optimistisch in die letzte Kurve. Kommt aber durch, lässt aber innen ein bisschen offen und massives Übersteuern von ihm, fängt aber gut ab. Jetzt nicht behalten können. Boah, da hat sich Ballmann verbremst und das gibt jetzt natürlich fast die Chance, sich diese Position zurückzuholen. Boah, aber zurück und Ballmann. Aber am Heck von Malmann, also der wird ihn sich, denke ich, jetzt innerhalb der nächsten Runde holen. Scheint auch ein bisschen mehr Speed zu haben, wenn man das so sieht. Also der schiebt den Malmann so ein bisschen durch die Kurven. Der scheint jetzt auf jeden Fall war zu wollen. Hat ein bisschen aufreißen lassen und auch Kelso jetzt in Führung mit einer Sekunde Vorsprung. Ich kann mir nicht gescheit erklären, was da vorher passiert. Ich habe nur gesehen, dass sich eben die beiden berührt haben. Dann hat sich Kelso eben aus der ersten Kurve raus nochmal weggedreht in die Wand. Und dann auf einmal Diakowski auf Position 5 gesehen. Ganz gesehen, dass er langsamer geworden ist und dass er einen Fehler gemacht hat. Und jetzt, weiter müsste innen Malmann in der Lage sein, vorbeizukommen, wenn er jetzt mehr Traktion aufbringen kann. Malmann ist durch. Auf P3. Das wird jetzt durch diese Kurve durch. Berühren sie nicht. Bruxer muss übers Gras rüppeln. Und Diakowski wieder durch. Bruxer jetzt zwei Positionen verloren innerhalb von einer Kurve. Und das bringt auch hinter ihm fahrenden. Das sind Keller, Söden und Drischka auch wieder näher ran. Also die geben sich ja nicht, die geben sich ja auch nicht. Die Sporn hier Daniel Söhl immer noch auf Position 7. Also macht das gut gegen den in den anderen alten Gegner. Ja. Was ein Rennstart. Also wie gesagt, das ist ja auch ein Sprintrennen. Und wir sehen hier Kampf um Position 1. Wieder die gleiche wie vorher. Frischka schafft es aber nicht. Bleibt nicht. Oder war Diakowski schon wieder? Ich kann nicht erklären, dass Diakowski. Wahrscheinlich werden wir uns im Nachhinein nochmal die Replays anschauen müssen, was da passiert ist. Bleiben wir jetzt aber erstmal hier beim Duell zwischen Malmann und das ist Diakowski. Das ist das Duell um Position 3. Diakowski unter noch Position 4. Hängt ihm nach wie vor am Heck. Und nicht geschafft, ihm keinen Move zu machen. Ja, Position 10 ist das Position 14. Ich denke, die werden beide noch nicht unbedingt zufrieden sein. Und dann müsste Diakowski jetzt durch sein. Bleibt da ein bisschen weiter außen, aber kann früher aufs Gas gehen und hat die Kurve für sich. Und jetzt sehen wir, Tobi Trischka versucht, Daniel Söhl anzugreifen. Söhl kann sich aber in der Kurve noch behaupten, aber da hilft er ihm am Heck. Mal schauen, ob einer von beiden den Druck standhalten kann. Und vorne. Jetzt gehen wir auf die letzte Kurve zu. Zieht Trischka entschieden nach außen. Mal schauen, ob ihn Söhl da ein bisschen rausdrücken kann. Allerdings wird Trischka jetzt natürlich mehr Geschwindigkeit mitnehmen können, dadurch, dass er die weitere Linie fährt. Kann aber gut an der Strecke muss aber jetzt Platz machen. Jetzt sind sie nebeneinander und das sollte eigentlich die größten Punkte aussehen. Mal schauen, mehr später rennen. Es sollte easy party sein für Trischka und Trischka setzt sich durch.
Stroll verliert einen weiteren Platz jetzt auf dem Punkt. Sauberes Manöver von Tobi Grischka. So, hier sehen wir, Fabi Drischka hat sich die Führung geholt, vorbeigegangen an Robert Kelso. Das waren ja die beiden, die sich vorher schon berührt hatten. Hat es jetzt mehr oder weniger sauber gemacht. So, Söhl jetzt natürlich hinter Drischka. Ich denke, der wird jetzt nicht zu verlieren haben. Der wird sich jetzt sagen, ich gebe jetzt alles. Aber gibt zu viel und geht aufs Gras raus. Das hat ihn jetzt auf jeden Fall Zeit gekostet, hat die Lücke aufreißen lassen. Damit ist eine Schlauch jetzt erstmal vertan, nehme ich an. Weiterhin führend hier der Mercedes CLK GTR von Drischka vor dem Lister Storm von Kelso. Aber Kelso lässt sich nie lumpen. Bleibt dran und ich denke, der wird in Richtung Startziel geraten auch eine Chance haben, vorbeizugehen. Drischka aber behaupten und nimmt die Kurve nicht mit und bleibt. Und ich denke, das ist ein zu großer Vorsprung, den er hat jetzt. Also muss man sich gut machen, dass der Kelso vorbeifahren kann. Stöhl. Union. Keller scheint hinter Stöhl zurückgefallen zu sein und auch hinter Tönnissen. Keine Ahnung, was Keller gemacht hat. Ist der in die Box gefahren? Scheint so, ja. Ich glaube, Keller in der Box. Ja. Da ist einer in der Box, oder ist das das Klimaauto? Ich habe keine Ahnung, was mit Keller passiert ist, definitiv. Was wir aber wissen, ist, dass Söhl wieder auf Position 7 ist und auch Tönnissen einen Platz gut gemacht hat. Also scheint so, als habe Keller einen Fehler gemacht, während wir hier weiterhin beim Duell um Position 1 bleiben. Und Söhl jetzt im Kampf gegen Tönnissen. Da hat sich Tönnissen schon neben ihn gesetzt gehabt. Söhl kann aber seine Position behaupten. Er scheint definitiv nicht den Speed mit dem Salin zu haben, die er die ersten Rennen hatte. Also das Salin ja eher ein Auto, was glaube ich Strecken, wo man eben Abtrieb braucht, wie hier Mugello, eben nicht unbedingt geeignet. Also der hat auf Strecken mit langen Geraden, zum Beispiel North America, schon deutlich einen Vorteil. Da Daniel ja auch aufs Podium gefahren, P2 geholt. Läuft hier nicht so gut, während wir hier wieder beim Kampf um Position 1 sind. Fabian Drischka gegen Robert Kelso. Kelso zieht ihn rein, das ist fast auch wieder kollidiert, aber halten ist sauber. Um nicht zu weit rauszukommen und jetzt geht es in die letzte Kurve und dann wieder auf die Gerade. Wie gesagt, hier eine kurze Runde in Mugello und wir sehen hier den Kampf zwischen Gerhard und ja, der auch nach hinten gefallen ist. Auch ein Fehler gemacht. Gerhard sein sollte. Also einige Fehler hier, die wir gesehen haben, die wir nicht gesehen haben, aber einige Fehler, denn Keller und Drischka, die ja eigentlich beide an Söhl vorbei waren, jetzt wieder hinter ihm und Tönnis. Das ist eben das, was ich sage. Wenn man ein sauberer Fahrer ist, kann man immer noch mehr rausholen als ein unbedingt schnellerer Fahrer. Also mit Keller und Drischka weiter als schnellerer Fahrer anspricht im Vergleich zu Söhl. Allerdings, wie gesagt, beide noch Fehler. Und deswegen jetzt wieder hinter ihm. Und Söhl jetzt auch wieder freigefahren von Tönnes und Keller gegen Tönnes zu werden. Das scheint ein mal schauen. In welche Zeit von sich dann sehen sie wieder vorne, den kann aus dem Zeitpunkt heraus beschleunigt. Ein Abstand von ungefähr 3,6 Sekunden. Ich denke, Tönnes wird jetzt auch erstmal dranbleiben. An dem Lamborghini, der wird ihm das Leben leicht machen. Also wird interessant sein zu sehen, was da passiert ist. Position 6. Das führende Quintett. Drischka, Kelso, alle mehr oder weniger am Abstand von 6 Sekunden. Dann eine relativ große Lücke zu Söhl, ungefähr 10 Sekunden. Und dann wieder dieses Pack, was wir hier haben mit Söhl, Keller, Tönnissen und Gerhards. Und auch Drischka, wie wir sehen, versuchen jetzt anzugreifen. Gerhard ist ein bisschen in die Form
habe, wollte aber mehr Geschwindigkeit mitnehmen können, also auch ein bisschen übersteuern sehen, weil ich schon am Anfang auf 9. Hinter ihm jetzt theoretisch gar niemand. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Leute in die Box kommen werden. Ich denke nicht, dass man hier eine Einstopp fahren kann. Hier ist der Reifen auch, da man ja sehr viele Kurven hat. Wenn die Reifen schon sehr beansprucht, ich denke, nach dem Reifen. Oh, Keller dreht sich. Mark dreht sich und ist jetzt wieder hinter. Oh, und da fährt Geratz noch hinten drauf, das erlaubt Drischka vorbeizugehen. Also, ich habe richtig gesehen, der zweite Fehler von Keller, das sollte jetzt den Druck von Öl ein bisschen runternehmen. Aber ich denke, wir können es noch weiter. Aber ja, scheint er einfach wieder zu viel Geschwindigkeit mitgenommen zu haben. Hat ja auch schon die ganze Zeit geklagt, dass er nicht unbedingt super gut klarkommt mit dem Lamborghini auf dieser Strecke. Er scheint die Probleme auch noch nicht wirklich in den Griff bekommen zu haben. Also wieder ein Dreher finden. Nimmt sich jetzt auf Position 9. Also wie gesagt, er ist sein schneller Fahrer, hat diesmal mit seinen Fehlern hier ein bisschen seine Rennstrecke, sich seine Plätze zurückzuholen, also wird die Lücken wieder zufahren müssen. Das kostet natürlich Zeit. Das ist schade für ihn. Also er ist Position 6, wahrscheinlich könnte er auch Position 5 schon sein, wenn er jetzt die Fehler nicht gemacht hätte. Tönnissen schließt auch ein bisschen in den Öl. Mit AP6 macht das wirklich stark. Momentan noch keinen Fehler, aber wir wollen es nicht beschreien. Mal schauen, ob er das Rennen dieses Mal ohne Fehler durchfahren kann. Milan ist der jetzt wieder ein bisschen Plätze gut gemacht hat, hinter Rudakov, der am Anfang in den Kies gekommen ist. Dann kommt Kohl aus dem Blumen. Blumen schon mit einem ordentlichen Abstand, der hat schon 8 Sekunden verloren. Kann also auch nicht so unbedingt klar zu kommen mit der Strecke. Der immer noch verfolgt wird. Dies ist jetzt der Argentinier, der hat nur einen schlechten Start, langsam aber sicher macht. Und jetzt mag auch die 10. Gerard, der relativ lange gerade aufgebremst und relativ spät. Relativ früh einlenkt, dann natürlich aber auch weiter in die Kurve reingeht, auch später einlenkt. Der geht ungefähr gleich von dem, was man an Zeit braucht durch die Kurve. Der Abstand bleibt ungefähr gleich. Und wir sehen hier beim Kampf Position 1, Drischka White, das wird jetzt die Chance für ihn. Boah, er kommt. Allmann, so wie gesagt, ich bin jetzt eben. Der kann eben schon die Kosten, das kann auch, wenn einem, und das ist ein Abflug von Tönnes, das ist, wie gesagt, das ist nicht so ein ganz schnell vorbei jetzt noch. Ja, ne, ist noch vor Carbon geblieben. Und dann jetzt Position 12. Drischka wird jetzt wahrscheinlich die Jagd auf das Öl aufführen.
Und da steht einer quer. Und das ist Fabi Drischka, der damit jetzt seinen vierten Platz verloren hat. Der wird da auch stehen bleiben. Hoffentlich fährt da niemand rein. Und er kommt rechtzeitig von der Strecke weg. Da scheint er aber auch wieder gerade... Ja, und jetzt haben wir hier Söhl, der jetzt seine Chance nutzen kann, um dann ihn vorbeizuziehen. Mal schauen, ob er Position 5 für sich behaupten kann. Bleibt jetzt erstmal aus. Versucht nach hinten zu ziehen. Klappt nicht ganz. Wird jetzt wahrscheinlich warten müssen, bis er auf die Gerade kommt. Aber das war auch wieder ein Fahrfehler. Ein Leichtigkeitsfehler kann auch sein, dass Busch nach Busch auf die Gerade ein bisschen gemacht hat. Man sieht aber, wie er direkt in der Zeit rausfährt auf Söhl. Also, wird interessant zu sehen sein, wer hier noch einen Fehler macht, wer davon profitieren wird. Wir die beiden Draht einander. Ja, das hat tatsächlich nicht geschafft, den Gegner vorbeizukommen. Wir haben ihn ein bisschen aufreißen lassen. Dann haben wir jetzt die Reihenfolge nach 13 Runden. Diakowski im Maserati, Brugser im Ferrari, Malmann im Hamburg, im Mercedes, im Salin und der andere Drischka, Tobi Drischka, auch im Salin. Also, so wird direkt wieder ein bisschen aufhalten lassen. Die Löwe konnte das auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte das mehr als eine Sekunde sein, was später jetzt zwischen den beiden. Das hat auf jeden Fall auch Tobi Drischka erlaubt, ranzukommen. Mal schauen, wer hier am Ende mehr Pace übrig hat. Wir haben sie jetzt hier. Der kann mal ein bisschen mitfolgen bei Daniel Söhl, dem Europatron-Fahrer. Gleich zu beiden Autos, also im Vergleich zu vorne und auch im Vergleich zu hinten, ist jetzt sozusagen im Drittkassentrisch und Fabi Drischka wieder weit raus. Also der scheint nicht gut zu werden mit dieser Strecke. Hat jetzt auf jeden Fall wieder Zeit verloren, hat sich deutlich geschrumpft und das wird jetzt Söhl wieder, könnte Söhl die Chance geben anzugreifen, aber auch Tobi Drischka hinten im zweiten Salin nah rangekommen an den Bringfahrer Söhl. Söhl mehr oder weniger im Sandwich. Und Drischka fährt wieder weit raus und das wird jetzt gewesen sein, das ist die Position für Söhl. Also ich weiß nicht, ob Drischka da Schaden bekommen hat oder ob er jetzt einfach unkonzentriert ist auf den Gegner. Aber das war jetzt auch wieder vermeidbar. Ich denke, da wollte er zu viel jetzt erzwingen. Böhlen jetzt vor Drischka, aber das wird jetzt Drischka natürlich den Run geben, hier aus der Kurve raus. Wenn er da mehr Geschwindigkeit mit dem Bus, den Windschatten, wird er das sich natürlich holen können. Böhlen momentan mal schauen, wer sich hier behaupten kann. Drischka relativ weit im Windschatten. Ja, Salin gegen Salin, hier kommt es jetzt auf das Fahrertalent an und auch ein bisschen auf das Setup. Ich denke, das ist eine Art. Das könnte er für sich behaupten, wenn er ein bisschen später bremst und die Kurve ein bisschen zumacht nach außen. Söhl bleibt allerdings weit innen. Das heißt, Drischka hat die nächste Kurve jetzt innen und sollte das behaupten für sich. Drischka müsste vorne sein. Drischka ist vorne. Und dreht sich weg. Da wollte er zu viel, ist zu früh aufs Gas. Und da sehen wir, Söhl hat zurückgesteckt. Söhl hat einen Punkt, der vorbeifährt, hat gewartet. Und ihm ist die Position direkt wieder auf vollen Netz worden. Also das ist das, was ich sage. Ein sauberer Fahrer, ein Fahrer, der keine Fehler macht, kann den Nachteil des fehlenden Speeds auf jeden Fall ausgleichen. Das ist so ein Rot, der sich hier durch dieses ganze Rennen zieht und auch, das sind eben diese Fehler, die gemacht werden. Oh, Tönnissen bremst hier spät. Zieht dagegen Ilanis rein. Ilanis kann, glaube ich, die Position für sich behalten. Hier geht es um Position 10. Ruderkopf auf Position 10, 11. Tönnissen, der das jetzt geschafft hat. Ilanis auf Position 12 degradiert. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Ne? Das ist wirklich schön. Schau. Also Ruderkopf jetzt unter Druck von Tönnissen. Ich denke, Tönnissen auch der entscheidendere, der stärkere Fahrer, der wird es jetzt auf jeden Fall versuchen, dieser Runde oder auch in der nächsten noch vorbeizukommen. Ich nehme auch an, dass das relativ leichtes Spiel werden wird für Tönnissen. Die Corvette sollte auch ein bisschen stärker sein als der Maserati. Ich glaube, die sind ungefähr gleich stark. Oh, starkes Push, hat aber abgefangen. Sieht man, das ist nicht so einfach, diese Autos hier ja, im richtigen Fenster zu haben. Bringt die Corvette. Söhl kann Position 5 überhaupt nicht kommen. Da wird immer noch gefeindet. Aber wir bleiben. Hier. Ein bisschen rein rauskommen und der erste kommt in die Box. Das müsste ja Sascha Gerhard sein. Wenn ja, er ist in die Box gefahren und wird jetzt als erster seinen Boxstop absolvieren.
Armin Drischka jetzt endgültig an Daniel Löhl vorbeigekommen ist. Am Timing-Duell 0,3 Sekunden hinter Drischka, der wird den Move gemacht haben. Das ist der Mercedes und Tönnissen, ja, mehr oder weniger abgeschossen von Rudakov. Das war nicht ganz sauber. Ich spiele auch nicht wirklich bei Tönnissen zu suchen. Hier sehen wir Drischka in der Box, der eben vorher sich weggedreht hat, nachdem er das Überholmanöver durchgezogen hatte, aber sein Bruder dann im Mercedes wieder vorbeigezogen an Söhl. Im anderen Salin, also so schnell kann es gehen. Also sehen wir hier wieder der Vorteil, den ein Fahrer hat, der eben ja schneller ist. Der kann dann eben aber auch so einen Fehler, den er gemacht hat, wieder wegmachen. Also hier sehen wir den Kampf. Position 5 geht es hier. Also wir sehen, der Mercedes ist wieder vorbeigekommen am Salin, aber Daniel lässt da auf jeden Fall sich nicht lumpen, ist immer noch hinten dran. Mal schauen, ob er... Also das sieht gerade nach sehr viel Untersteuern aus, was Daniel da hat, fährt sehr lange geradeaus, bevor er einlenkt. Könnte darauf hinweisen, dass er eventuell Fehler mit dem Setup gemacht hat, nicht ganz mit dem Auto klarkommt auf dieser Strecke. Und das ist jetzt natürlich auf jeden Fall eine Strecke, die man ohne Untersteuern fahren möchte. Hier sehen wir, wie man die Kurve unter Umständen optimal nimmt. Zum Beispiel Rudakov das hier macht, der kann sehr früh einlenken und nimmt die Kurve optimal mit. Hat vielleicht jetzt nicht den besten Speed. Geradeaus in die Kurve reingerutscht ist und dann sehr, sehr spät einlenken konnte. Das ist auch sehr unschön zum Fahren. Das ist kein schönes Gefühl. Das ist so eingestellt, habe ich persönlich der lieber ein übersteuerndes Auto hat als ein untersteuerndes Auto. Vor allem in diesen ja mittelschnellen, bis schnellen, wenn man einfach Runde für Runde Kurve Zeit verliert, ein bisschen Zeit abgeknabbert wird. Dann wird hier den Kampf. Entschuldigung, wir haben vorne Rudakov und hinten Ilanes, beides Maserati. Hier kommt es wieder auf den Fahrer an. Ich würde sagen, dass Ilanes der stärkere Fahrer ist. Der Argentinier sollte an Russen vorbeifahren können. Ja, ein internationaler Kampf hier, wirklich zwei Leute, die in der Welt hocken gerade. Und doch hier fahren können. Und das ist Alexander Diakovski, der da weit rausgekommen ist. Der befindet sich im momentan noch Fehler von Diakovski, der da weit rausgekommen ist. Man hat sich da einfach gebremst und dann ist man in den Kies und das geht, hat sich da das Gewehr herumzugurken im Kies. Also geht jetzt Diakovski auf den Kopf und dann bin ich wahrscheinlich. Und Söhl hat auch die Lücke zu Sekunden. Ja, Torhüter, der vorher eben den Fehler gemacht hat, sie sich weggedreht aus der ersten Schikane. Der Planet zum Zeitpunkt, dann rennt er jetzt gerade so ein bisschen im Nichts hängt. Sie hängt den Motor bei der Box. Also jetzt werden die alle langsam zur Mitte des Rennens ihre Boxenstops machen. Ich denke, die werden jetzt alle nochmal auftanken, neue Reifen aufziehen. Ja, geht es für den zweiten Stint raus. Wird nochmal gepusht werden. Das ist natürlich auch ein sehr erleichterndes Gefühl. Für 17 Runden drauf hat die sich abgelatscht anfühlen. Man hat überall Untersteuern, dann zieht man diese neuen Reifen auf und das fühlt sich direkt viel besser an. Also das ist wirklich ein sehr, sehr erleichterndes Gefühl. Tobi Drischka, Corvette gegen Salin, zwei amerikanische Wagen. Da kann Drischka... setzen kann, aber nicht konsequent genug sein. Das ist eben das, was ich sage. Hier geht die Kurve erst sehr spät nach rechts. Deswegen ist es schwierig, von der Innenseite her reinzuziehen und ein Überholmanöver wirklich durchzuziehen auch. Während wir sehen, dass Pristas momentan sehen ist. Für die beiden hier haben wir noch Marius Tönnissen, die 90. Der war da hinten so laut ein bisschen für sich. Dass er eben ein leichtes Spiel hat und nah ranfahren kann. Wenn wir einen Blick auf selbstverständlich aber auch noch an die Box. Passieren kann, bevor er selber an die Box mit. Overcut zum Funktionieren bringen kann gegen immer.
Malmann gewesen sein. Mal schauen, ob er den Overcut über Malmann machen kann. Keller am Arsch. Immer zwischen 0,5 und 0,7. Ich glaube, das wird nicht gerade eine Sekunde sein. Also die beide länger draußen geblieben. Denke ich, werden dann beide auch reinkommen. Und ich glaube, jetzt ist Keller vorbei an Söhl. Das wird, wir werden wahrscheinlich gleich die Bestätigung sehen. Ja, Keller vorbei an Söhl, denn Söhl. Gar nicht vorbei an Söhl. Quatsch. Kelso ist in die Box gefahren. Deswegen Söhl jetzt in Führung. Sei mal ein bisschen Führungsrunden. Den Großteil des Rennens scheint also mit seinen Reifen noch gut klarzukommen, wenn wir hier sehen, dass Kleber wirklich mit äußerst viel Übersteuern durch die Kurve geht. Kann aber die Position für sich behalten vor Dietrichka. Aber der zieht direkt wieder raus, also der lässt nicht nach, der wird jetzt, glaube ich, auch wieder reinstechen in und sollte die Kurve haben, verbremst sich da ein bisschen, man sieht den Rauch aufsteigen vom Reifen. Aber sie berühren sich nicht. Und wie wir sehen, Geras nimmt die weitere Linie und kann die Kurve für sich behaupten. Dahinter hockt immer noch Marius Tönnissen. Das, wie ich gesagt habe, kommt Tönnissen jetzt schon ran. Dadurch, dass die beiden sich bekämpfen, Runde für Runde, kann Glück hat auf besser. Ja, und jetzt klebt eben Tönnissen direkt am Hecker. Ja, die Karten geändert haben. So, bremsen Sie jetzt in die erste Kurve. Aber Mischka kann die Position für sich behaupten. So, Söhl immer noch draußen. Ich nehme an, er wird jetzt wahrscheinlich Ende dieser Runde reinkommen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch viel länger fahren kann. Und Keller auch. Also, Dominik auch noch eine Runde. Fahren sie beide nicht rein. Bleiben draußen. Mal schauen, ob sich das für sie auszahlt. Man wird sehen, was die bessere Strategie war, ob es die bessere Strategie ist, früher reinzukommen und sich dann oder ob es sich auszahlt, eben länger draußen zu bleiben und dann einen kürzeren Stint mit zwischen Reifen zu fahren, mit dem man dann aber auch deutlich schneller sein kann. Also gegen Ende werden der ja sehr früh reingekommen ist und jetzt auch kämpft im Mittelfeld mehr oder weniger festhängt. Oh! Und da ist er wirklich sehr, sehr, sehr optimistisch. Wieder auf der Kurve raus, wieder zu früh. Ganz kurz zu früh aufs Gas, dann bricht er in das Heck aus. Das kostet Zeit und das beendet den Kampf zwischen den beiden so ein bisschen. So, hier die beiden Maserati, das ist Jakowski hinter. Wir finden sich momentan auf Position 3 und 4. Söhl und Keller in freier Luft mehr oder weniger vorhin fahren und er hängt hier so mehr oder weniger hinter Ruderkopf fest, der eigentlich auf der Strecke nicht. Profitieren, dass sie jetzt eben diese gewagte Strategie fahren und länger draußen bleiben, den Overcut zum Funktionieren zu bringen. Wird interessant sein zu sehen, ob sich das für die beiden auszahlt. Ja, der Kopi hängt immer noch hinter Ruderkopf. Jetzt der Deutsche hängt immer noch hinter dem Russen. Auch wenn ich das gesehen habe, und das muss auch wirklich noch Sinn, Ruderkopf nicht in der Box treten. Boah, ein schönes Manöver von Jakowski. Setzt sich da immer am Bremsen neben ihm und sollte das bekommen haben. Das hat ihn aber auch nicht Zeit gekostet. Also, jetzt nunmehr um die 30. Wir sehen wahrscheinlich den Gerard. Jetzt müsste er das geschafft haben. Endlich nach 3 oder 4 Runden, die er da hinter ihm gehangen ist, hat er es jetzt geschafft, ist an ihm vorbeigefahren. Söhl noch in Führung. 20 Runden. Ja. Falls er diese Reifen über die Strecke hat. Boah, und das ist ein Verbremser von Gerards und gleichzeitig auch von Drischka, der wieder einen Fehler macht. Und das ist das, was ich gesagt habe. Sein eigenes Team gefahren hat, den zugeschaut und konnte jetzt davon profitieren, hat beide Positionen gewonnen, ohne wirklich hart zu fahren.
dann, ja, Kampf Position 1, mehr oder weniger Söhl gegen Keller, Keller da ein bisschen weiter. Die sind beide noch raus mit ihren alten Weiten. Ich nehme nicht an, dass der Kampf gemeint ist. Und ich glaube nicht, dass das Team sein Erfolg. Ich kämpfe gegen Rudakov. Schafft er das? Sollte klappen, ja. Also wir sehen Diakowski schon ordentlich Zeit ausgefahren. Also der wurde massiv aufgehalten. Wie gesagt, jetzt mehr oder weniger 6 bis 10 geboxt. Und Keller bleibt für eine weitere Runde draußen. Und der scheint sich wirklich einreifen. Es wird interessant auch sein zu sehen, wo Söhl jetzt rauskommt. Ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt für Söhl, dadurch, dass Diakowski jetzt mal hier mit der Festigen hinter Rudakov könnte Söhl sogar unter Umständen die zweite Position behalten. Also jetzt muss er Position 3 sein. Nee, Position 4 jetzt. Okay, so auch vorbei. Steht immer noch. Da werden sie jetzt langsam sicher vorbeiziehen. Er hat sich mit dem Stuff bei dir getroffen. Söhl auf Position 8. Allerdings auch noch, müssen andere vor ihm auch noch in die Box. Also es wird dann interessant sein zu sehen am Ende, wo er dann auf der Strecke. Hier sehen wir, dass ja. Gegenüber Gerard durchgezogen. Verbremst hat und weit in die Zugang ist. Dadurch ist Gerards wieder Salim. Damit auch Söhl auf der Strecke der besten beiden. Mal schauen, wo Mark Keller am Ende rauskommen wird. Ja, bringt. Sehen wir, dass Rudakov auch wieder ein bisschen rauskommt hier ins Gras. Das scheint bei vielen Fahrern zu passieren. Und jetzt ist Keller in der Box. Der Diakowski kommt natürlich vorbei. Sollte ungefähr bei Söhl natürlich wieder rauskommen. Die waren ja relativ knapp nebeneinander. Ich glaube, Keller hat sich jetzt eine Runde mehr gefahren als Söhl. Mal schauen, ob ihn das was gebracht hat. Und vielleicht Söhl oder Söhl vorbeikommt. Drischka jetzt vorbei. Und Keller fährt wieder los. Söhl kommt vor Keller raus. Söhl bleibt auch davor. Ich glaube, das sollte jetzt ein bisschen größer sogar sein, der Abstand zwischen Söhl und Keller. Das heißt, es war auf jeden Fall von Vorteil für Söhl, nehme ich an. Ja, das ist jetzt ein Boxenstopp. Fertig, fährt wieder nach draußen. Jetzt werden wir dann nachher nachsehen, wie die Positionen denn eigentlich sind. Wie wir sehen, anscheinend Söhl auf Position 7, Keller Position 8. Fabian Drischka vor den beiden. Ich glaube, das ist die Box. Das heißt, wir haben nach 22 Runden die Führung vor Kelso. Soweit ich das sehe, Druxa war schon an der Box. Malmann, glaube ich, das heißt, vorne schieben mehr oder weniger. Wenn wir hier den Position 9 sehen, und das ist Cabrol im Porsche, der eh weit hinten ist, der jetzt wahrscheinlich sich noch weiter nach hinten degradiert hat, dadurch, dass er hier in das Gras gekommen ist. Ja, nicht so stark gewinnt. Der war ja beim 8-Stunden-Rennen von Le Mans besser dabei, muss man sagen. Und da sehen wir, dass Tönnissen auf Honda der Strecke ist und im Gras steht.
wieder Fehler von ihm. Der hat auch schon reichlich davon gemacht, dieses Rennen. Vera damit vorbei an ihm. Wieder auf Position 10 nun. Hier sehen wir Marcel Blum, der jetzt tatsächlich vor Drischka, Herr Drischka wird ihn jetzt überholen. Da einen sehr entscheidenden Manöver. Der gibt bleibt Blum mit Blum auch außen, macht da ordentlicherweise Platz. Sportlich ist einfach nicht auf der Pace. Ende. Der kommt mit dem Auto nicht klar. Das ist natürlich schade, dass die Automaten da so beeinträchtigt in dieser Serie. Das ist dann natürlich auch kein Spaß mitzufahren, wenn man die ganze Zeit nur hinten rumhängt, obwohl man eigentlich viel, viel schneller fahren könnte. Aber wenn man mit einem Auto nicht klar kommt, alles vorbei. Der mit dem Auto von sich aus nicht klar kommt. Im Fahrverhalten denke ich, dass Sebastian Vettel in der Formel 1 gerade auch obwohl er an sich ein schlechter Rennfahrer ist, hat natürlich einige Fehler gemacht in den letzten Saisons, aber an sich denke ich ein sehr solider Rennfahrer. Kann das auch ganz schnell sehr spaßlos sein. Also Kelso 2 Sekunden hinter Diakowski. Ich dachte gerade, hätte sich wieder jemand gedreht. Das ist Malmann, der wieder durch das Gras räubert. Diakowski immer noch draußen, hält da jetzt mehr oder weniger Bubs ein wenig auf. Keller tatsächlich mit einem ungefähr 5 Sekunden Abstand zu dem Kugel. Aber nicht schlimm. Und jetzt auch wieder dran am Eck von Rudakov. Der kann auch dort. Ich glaube, der mit seinen Reifen hier über die Strecke schleicht. Schaffen, bremst später, setzt sich innen und nimmt die Ideallinie für sich mit und ist jetzt vor. Wird jetzt seine Jagd auf Kelso eröffnen. Natürlich jetzt komprimiert worden hier hinter Rudakov. Ist ärgerlich im Platz. Obwohl Rudakov nicht schon. Ja, ich habe Rudakov noch nicht. Wäre das strategische Meisterleistung von ihm, während wir sehen, dass Cabrol in Porsche wieder abgekommen ist. Für den läuft das Rennen nicht so gut heute. Auch immer in Gerard gerade gemacht hat. Hat sein Auto komplett in die Hand. Das wird jetzt ordentlicher Schaden sein. Da geht auch jemand von der Strecke runter. Das war Brooks, der da kurz in das Rad wird. Ja, die Pech-Serie für Gerard geht weiter. Glück. Jetzt sehen wir Malmann auflaufen auf Rudakov. Mal schauen, ob er schnell vorbeikommt. Wirklich geben sie sich gar nichts. Kopf an Kopf geht es da über die Strategie, aber eigentlich sollte man sich da behaupten können gegenüber dem Russen und das tut er auch. Ich werde ja nicht noch die Strecke verletzt. Gut, damit jetzt eben schneller an Rudakov vorbeikommen als im Vergleich zu zum Beispiel vorher Burg, weil der da einige Zeit hinter ihm hing. Oh, ja, Löcken bleibt draußen, fällt jetzt natürlich nach und nach zurück, also auch nicht unbedingt Kapitänsfahrer, aber ich wundere mich echt, ob er versucht, eine Nullstopp-Strategie zu fahren, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil eigentlich muss er ja noch tanken. Ich weiß, ich habe nicht gesehen, ob er in der Box war, aber ich wüsste, meint er ja sowieso. Jetzt in der Zeit des Rennens hinten mit rumgegurkt. Keine Ahnung, wie. Auf der Uhr in diesem einstündigen Sprintrennen. Kelso hinter Diakowski. Dann wurde ein Mann. Ich denke, er wird sich nicht mehr so viel rütteln.
an den ersten drei Plätzen. Dann Malmann, Rudakov, den man, glaube ich, in Klammern setzen kann. Fabi Drischka, Daniel Söhl, Marc Keller, Juan Ilanis mit einer sehr starken Fahrt, der ja am Start ordentlich verloren hatte. Und wir sehen hier, dass Rudakov jetzt von Fabi angegriffen wird. Allerdings, wann er an die Box kommt, weil eigentlich müsste das jetzt langsam mal überfällig sein, ein Stop. Mal sehen, mit 11 Minuten. Ich glaube, der will das echt durchfahren. Verblüffend. Wie ich noch gerade sage, biegt er in die Box auf. Für seinen wirklich langen überfälligen Minuten auch nicht wirklich was gebracht, denn er hat wirklich eigentlich andere Leute aufgehalten, muss man leider sagen. Vor allem Blut hat er ja ordentlich gelitten hinter ihm. Und auch Diakovski, also hat ihm ordentlich Zeit gekostet und gegen seinen Konkurrenten gebracht. Aber die werden jetzt alle nachher nach ihm vorbeiziehen. Söhl und Keller schon vorbei. Nee, Keller vorbei. Und deswegen denke ich, dass ich da jetzt nicht mehr so viel dran rütteln würde. Marcel Blum, den letztplatzierten auf P15 in seiner Viper. Letzten momentan auf P11 unterwegs. Drehern hatte, glaube ich, auch einige Unfälle, kleine Berührungen. Und ist auch sein erstes Rennen in dieser Serie. Dafür schenkt sich Rudakov im Hegersport. Der dadurch einen Platz gut gemacht hat, auf Position 8 vorfährt. Natürlich jetzt Rudakov mit den deutlich frischeren Reifen. Wird interessant zu sehen sein, ob er Ilanis den 8. Platz streitet. Kann oder ob Ilanis auf seine Runde bleiben kann. Denke ich, wird jetzt noch interessant. Da Diakowski und Kelso mit ihrer ersten Fahrt. Ja, Kelso könnte es auch das zweite sein. In der Meisterschaft. Der war sowieso, glaube ich, schon vorne. Ich Maranello. Gerards auf P10 weiterhin. Hinter Rudakov und Ilanis hatte er auch ein, zwei Dreher dieses Rennen. Hinter sich Marius Tönnissen, von dem wir eben noch geredet haben, und sind wir wieder zurück beim Drittplatzierten. Ja, 20 Sekunden großen Rückstand gegenüber Robert Kelso im zweitplatzierten Lister hat. Knapp werden, denn wir sehen dahinter Malmann in seinem Lamborghini relativ knapp dran. Also das sind nur ungefähr eine Sekunde ist da. Ja. Das könnte nochmal knapp werden und wir sehen, der gewinnt hier gerade ordentlich. Dahinter sehen wir noch Fabi Drischka, gewinnt hier ordentlich Zeit. Und dann sieht man im Hintergrund langsam auch, Söhl mit einem 12-sekundigen Rückstand. Ich denke nicht, dass Söhl dann noch machen kann. Kampf um Position 5. Er hat heute nicht das Tempo in der Gewinn. Von den Unfällen von anderen profitiert. Könnte, glaube ich, ein bisschen weiter vorne sein, aber der kann auch sehr, sehr Kontinuität extrem stark, immer wenn er mitkommt, das sind der ist seine Vielleicht so vorher, jeder so ein bisschen seine Position gefunden, fahren jetzt eigentlich das Rennen noch zu Ende, managen nur ein bisschen. Und während ich das sage, verliert Bruxer das Auto und oh mein Gott, räumt den armen Malmann fast noch mit ab, der absolut auf die Bremse steigen muss. Ich auch noch weg, gewesen sein, er hat aber glaubt weiter. Das hat ihn jetzt natürlich ordentlich Zeit gekostet. So schnell kann es eben gehen.
Hier so langsam. Der lässt, glaube ich, die Lan ist vorbei, ja. Denke ich, für Ilan ist auch nicht unbedingt das Rennen, was er sich erhofft hat, aber auf jeden Fall mal in den Punkten. Also unglaublich, ja. Kelso jetzt auf Position 2, Drischka, der Mercedes hinter den beiden gefahren ist. Hat jetzt von der Situation natürlich ordentlich profitiert, jetzt auf Position 3 vorgekommen. Dahinter Malmann mit 2 Sekunden, der auf 3 war. Das schien ja sicher für ihn, mehr oder weniger. Jetzt ja, 7, 8 hinter denen, also der kann da nichts mehr rausholen, nehme ich an. Malmann, der vorher wirklich Fighting Action nehmen muss, wie man so gerne im Englischen sagt. Jetzt wegdreht. Und hoffentlich räumt da zum Glück nicht groß ab. Also, ich finde, hoffentlich könnte natürlich auch jetzt mit der einbrechenden Nacht zusammenhängen. Ich kriege ein bisschen runter, wenn die Strecke dunkel ist. Man merkt da nicht unbedingt, wenn man jetzt mal aufs Gras kommt. Denn wie man gerade eben gesehen hat, dreht man sich eben äußerst gerne schnell mal weg. Deswegen, das war jetzt relativ schnell. Scheint. Das gehört eben auch zu den Herausforderungen. 5 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Jetzt Sprint. Nach 29 Runden Diakowski mit einem 12-sekündigen Vorsprung. Er wird das, glaube ich, jetzt auch natürlich auch jetzt nach Hause fahren. Vor Jonas Malmann, vor Daniel Söhl auf P6, Marc Heller P7 im Lamborghini. Position 10, Gerards 11, Tobi Drischka 12, der hat sich sicherlich mehr erhofft. Das äußerst blass heute, nur P13, Cabrol, der schwache Leistung von Position 14, ganz hinten Marcel, den wir jetzt auch in dem Bild haben. Diakowski hier, der einsame Führende. Wenn wir jetzt mal schauen, also 4 Minuten noch auf der Uhr, da werden wir bei einer durchschnittlichen Rundenzeit von 1 den Krieg gesehen, der Abstand nach dem Dreher von Malmann. Wird interessant zu sehen sein, ob Söhl da noch was machen kann oder ob Malmann die Lücke wieder vergrößert. Hier sehen wir wohl mit vorbildlich Platz. Ja. Das wird ein sehr, 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 sehr spannendes Rennen mit den Wänden. Mark Keller hier auf Position 7. Dafür, dass er ja mit seinem Auto in diesem Rennen war, denke ich, kann er jetzt sehr, umso mehr zufrieden sein mit seiner Leistung. Ich denke, er ist relativ stark. Man wird wahrscheinlich Position 5 nach Hause bringen. Ich denke nicht, dass er sich jetzt dann wieder, wir sehen, Söhl hinten erst jetzt. Bei der zweiten Schikane. Ich denke, er wird jetzt das Ziel für Söhl sein, auf jeden Fall schnell an Blum hier vorbeizukommen, ihn zu clearen und dann nochmal ja, das Jagd. Start. Ich denke, das wäre wünschenswert für ihn. Aber scheint ja nicht, wenn man das realistisch betrachtet. Weil ja an der Stelle hat er ja, ein bisschen weit raus, aber auf jeden Fall sehr, sehr fair und auch sehr. Hier sehen wir Robert Kelso. 10 Sekunden Rückstand auf Diakowski. Das Rennen hier in der GT1 ist eine sehr starke Leistung von ihm, muss man sagen. Unser ACF Race Director. Und Gerards Position 12 ist sicherlich auch mehr. Und,
Hier sehen wir Rudakov im Bild. Er wird das holprige Rennen auch nicht unbedingt sauber, aber hat dabei aber auch immer die Lücke die gar nicht ordentlich aufgerissen. Also der konnte überhaupt nicht mithalten. Ja, hier sehen wir Daniel Söhl. 4 Sekunden hinter das Ganze. Den sehen wir momentan nicht im Bild. Ich nehme an, dass Söhl hier ja, die Richtung für den Mann gegangen ist. Ja. Ich nehme nicht an, dass wir jetzt noch wegsehen werden. Ich denke, zusammenfassend kann man über dieses Rennen sagen. Fahrer, der konsistent wird, der keine Fehler macht, der die Gefühle verwickelt ist, auch ein sehr gutes Ergebnis erzielen kann, selbst wenn ich mit dem Qualifying schnell nicht sehr schnell war. Tobi Drischka, wirklich ein sehr, sehr schneller Fahrer, hat aber sich sein Rennen ein bisschen während wir im Hintergrund Marius Thürnes noch sehen, sehr, sehr zickige Biester, diese GT1-Autos. Schwer zu fahren, natürlich, wie gesagt, ohne ABS oder Traktionskontrolle noch kontrollierbarer als die ohnehin schon. So sind wir jetzt bei den letzten Sekunden dieses Rennens. Müsste eigentlich fertig sein, sobald wir kostenlos. Und da sehen wir, da hinten sich jemand wegdreht. War das Müll? Konnte es nicht richtig sehen. Denn das ist hier Rudakov gegen Tönnissen. Ah, das ist doch ein Kampf. Das ist der Kampf um Position 9. Mal schauen, ob er sich den Platz noch holen kann. Ich nehme mal schon an, dass das nicht durchhalten wird gegen Rudakov. Glückwunsch an ihn und das Podium dann Robert Kelso. Fabian Hallmann, der dann letztendlich seine Führung auf Frau Daniel Kühl, Mark Keller und hier eben Johannes. Weil es geht schon durch. Fahren jetzt schon die Formation zu Ende. Da vorne sieht man auch ja, die vor ihnen Fahrenden. Wir sind hier immer noch beim Duell Rudakov gegen. Position nicht mehr bekommen zu können. Das heißt, er sticht da jetzt noch entscheidend durch. Heutige. Da hat er sich aber ordentlich verbremst. Also da wollte er es nochmal wissen. Sah ein bisschen komisch aus, aber das war es auf jeden Fall für das Rennen von Tönnissen jetzt noch letztendlich. Und damit sind wir durch mit dem vierten Rennen in Modello hier. Der geht ein. Ich hoffe, ich habe euch als Kommentator gefallen. Ich habe mich da begleiten können und euch ein bisschen unterhalten. Hoffe, euch hat das Rennen auch gefallen. Und würde mich dann jetzt erstmal verabschieden. Den Bilder noch ein bisschen alleine lassen. Und möchte noch einmal meinen Glückwunsch an den Gegner, an Alex Diakowski, aussprechen.
und wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Abend und ein schönes restliches Wochenende.